Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute kann es passieren, dass ich mir eine dicke, fette Abmahnung einfange, eine dicke, fette Anzeige bekomme, weil heute werden Namen genannt. Heute werde ich mich beschweren, heute werde ich mich aufregen, heute werde ich Real Talk sprechen. Und zwar geht es um diesen Mod dort vorne, und zwar um diese Flaps. Nicht genau um diese, sondern um viele verschiedene, die ich in letzter Zeit getestet habe. Und dazu lass uns mal hier hoch steppen, den aktiven Stepper machen. Wir haben hier den E90 von meiner Freundin. Ich werde jetzt hier nicht so viel filmen, weil ich muss das Kennzeichen pixeln und das ist ultra nervig. Aber so an sich sieht der E90 mit den Flaps eigentlich richtig, richtig cool aus. Und wir wollten diesen Look haben. Was heißt ich wollte? Ich erzähle euch ein bisschen die Geschichte. Ich würde sagen, wir machen das mal im Innenraum. In den nächsten Videos wird sehr viel um E90 gehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal und seid dabei. Und zwar hatte sie ja am Anfang diese Carbon-Lippe unten dran und die wollte sie nicht mehr haben. Sie wollte die Flaps haben, was ich auch nachvollziehen kann. Genau, die Carbon-Lippe war auch eingetragen und sie hat gesagt, yo Max, kümmere dich bitte drum, ich möchte gerne Flaps dran haben. Ich natürlich, wie ich bin, ne? Kein Problem, können wir machen, bringen wir gleich mit in meinen eigenen Shop mit rein. An der Stelle, ich werde jetzt mich selber auch nicht hier rausnehmen, weil ich selber mich nicht blamiert habe, doch schon blamiert habe, aber ne, und am Ende aber trotzdem meine Schlüsse draus gezogen habe. Ich dachte, geil, perfekt, hast du gleich ein Auto, wo du dann die Flaps dran testen kannst. Ich habe Flaps bestellt. Ich weiß nicht, habe ich das in irgendeinem Video mal thematisiert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die, die ich bestellt habe, kompletter Müll. Daraufhin sind die auch bei mir komplett aus dem Shop rausgeflogen. Auch E92 Flaps bieten wir jetzt, heute mit diesem Video nicht mehr an. Haben mir vorher vergünstigt angeboten, aber ich will mit diesem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben. Flaps, sonstiges. Genau, da auf die Fresse geflogen so mäßig, die haben nicht gepasst. Dann dachte ich, okay, alles klar, lass uns mal umgucken, vielleicht finden wir was Besseres. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und dann, das heißt, ich bin dann an der Stelle einfach mal hergegangen und habe eigentlich alles bestellt, was es Flaps technisch gibt. Also, eBay, DM-Autoteile, Carbonwerk, Carbon Star, alles immer in Schwarzglanz. Also auch nur, wenn die Carbon im Namen haben, heißt das natürlich nicht, dass sie nur Carbonteile verkaufen. Und wir haben wirklich alles bestellt, ich habe noch mehr bestellt, so 5, 6 Flaps von verschiedenen Herstellern von, ich sage jetzt mal 30, nee, sagen wir mal von 40 bis 160 Euro war alles dabei. Wie gesagt, ich werde hier Namen nennen, weil ich massivst abgefuckt bin und massivst enttäuscht bin von diesen Zubehörhändlern teilweise. Ich würde sagen, wir machen mal von günstig bis teuer. Angefangen eBay. eBay war kompletter Müll. Die Dinger, die konntest du eigentlich wegschmeißen. Gefühl, die konntest du wirklich kaufen und direkt wegschmeißen. Die haben 0,0 gepasst. Komplette Nullnummer. Brauche ich nichts dazu sagen. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Dann kamen DM-Autoteile. Muss ehrlich sagen, ich habe damals in dem Video mit der Stoßstangenarmee 91 ein bisschen übertrieben. Bei dieser Firma einfach. Die haben damals schon mich, sag ich mal, supportet, haben mir Rabatt gegeben auf die Stoßstangen. Ich war damals ein kleiner YouTuber. Deswegen an der Stelle ein kleines Sorry. Das war auf jeden Fall ein Fehler, muss ich mir eingestehen. Flaps, die waren besser als die von eBay, aber waren nicht wirklich gut, muss man auch dazu. Also, die waren nicht das, was ich hier verbauen wollte. Was man sagen muss, es ist ein weißes Auto. Man sieht direkt, ob diese Flaps passen oder nicht. Das ist halt nicht ein schwarzes Auto, wo man das viel retuschieren kann, sondern es ist ein schwarzes Auto. Was ich an der Stelle sagen muss, ich habe die Flaps damals am E91 gehabt und ich war recht zufrieden mit denen von dem Autoteile. Muss ich an der Stelle sagen, von daher okay. Was ich sagen muss, Kundensupport war ich ein bisschen abgefuckt. Ich habe einfach dann gesagt, yo Jungs, pass mal auf, wir wollen die gerne zurückschicken. Schickt mir bitte einfach die Adresse und lass gut sein, so mäßig. Und ne, auch nett formuliert alles. Und dann bekommst du ja natürlich erstmal 2 Tage keine Antwort. Okay, Kundensupport, größere Firma, kann ein bisschen dauern. Dir wird erstmal gesagt, ja, schicken Sie ein paar Bilder. Muss ich ehrlich sagen, mache ich zum Beispiel nicht. Ich frage natürlich, ich sage erstmal, yo, kein Problem. Schick das an die Adresse zurück und ich frage dann, yo, wenn du magst, kannst du mir auch sagen, woran es gelegen hat, wenn das Dinge sind, wo man vielleicht dran arbeiten kann. Dann wurde halt direkt gesagt, yo, schicken Sie ein paar Bilder und wir wollen, warum und weshalb. Und man kann das nachfragen, man kann, ich finde es auch cool, wenn man so ein Rückgabeformular macht, wo man sagt, yo, packen Sie das bitte bei. Und dann steht drauf, ja, warum schicken Sie das zurück? Gefällt nicht, zu groß, zu klein, Mängel, was weiß ich. Das finde ich cool. Werde ich vielleicht auch mal machen, weil das eigentlich ziemlich cool ist, weil man direkt sieht, okay, woran hat es hier liegen, ne? Man kennt es.
Das heißt, da kann man sich auch als Brand, als Firma, als Marke, kann man sich dort verbessern und sagen, ey, yo, das Produkt, das hat öfter mal Qualitätsprobleme oder sonstige Probleme. Egal, auf jeden Fall musste ich dort 3-4 Mails schreiben, dass die mir meine Rücksendeadresse geschickt haben. Und das fand ich schade, aber egal. Dann ging das Ganze weiter. Dann haben wir Carbon Werk und Carbon Star. Das sind die Teile, die herausstechen durch den Preis. Carbon Werk hat verlangt 90 Euro für die Flaps. Carbon Werk 90 Euro. Carbon Star 150 Euro plus 7 Euro Versand für einen Teil, was schon total überteuert ist. Sehe ich gar nicht ein. Finde ich ein bisschen frech, aber egal, bezahlt, weil ich habe irgendwann gesagt, ich war mies abgefuckt. Wir waren mit diesem Auto 3-4 Mal in der Garage zum Flaps montieren und jedes Mal ist es gescheitert. Und ich war genervt, ich habe irgendwann zu ihr gesagt, ey yo, bau dir einfach eine Lippe dran mit ABE und alles clean, ne? Da geht ja keiner auf den Sack, weil die Flaps sind ja eigentlich theoretisch nicht zugelassen. So, haben wir die Teile dann gegen getestet und geguckt und getan und ich muss ehrlich sagen, wie formuliere ich das jetzt? Wir wollten zuerst die von Carbon Werk montieren für 90 Euro, weil wir es beide nicht eingesehen haben, die für 160 Euro zu behalten, weil die einfach fast identisch waren. Die sind, muss man sagen, ein Stückchen besser. Ich zeige euch das gleich mal im Detail. Die sind ein kleines Tickchen besser vorne an der Kante, aber das rechtfertigt auf gar keinen Fall diesen Preis. Auf jeden Fall, ja, wollten wir die Carbon-Werk montieren. Was man sagen muss, die Carbon-Werk sind so auf Spannung, so eng gebaut, dass du die nicht gescheit verkleben kannst. Also ich hab's, ist gefühlt unmöglich, die so zu kleben, dass das auch hält, dass das alles passt. Und die Carbon-Werk haben auch so einen kleinen, also die haben auf jeden Fall auch ein, zwei Punkte, wo sie definitiv nicht passen, kann man so sagen. Also haben wir das damals gelassen und sind wieder auf Wolken, die von Carbon Star montieren, weil wir beide einfach so krass getriggert waren. Ihr dürft nicht vergessen, wir fahren 66 Kilometer hin und zurück zu meiner Halle, um das zu montieren. Das heißt, wir sind dort irgendwie gefühlt 300 Kilometer oder 400 Kilometer schon sinnlos verfahren oder 300 wegen diesem Müll. Wirklich, das ist eigentlich so ein easy Bauteil, aber ne, wie das halt so ist. Und dann haben wir die von Carbon Star montiert. Und dann kam das große Erwachen. Man musste bei allen Flaps, das kann man sich jetzt nicht ausdenken, bei allen Flaps mussten wir innen schwarz nachfolieren, weil die dort nicht passend sind. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich blende das jetzt hier mal ein, wo ich das meine. Das ist bei jedem Flap so gewesen und es ist, Freunde, für 150 Euro für einen Bauteil, was keine Zulassung hat, kann das nicht sein. Real Talk. Meine Meinung, allgemein, das Video ist meine Meinung, wenn mich hier irgendjemand abmahnt, Merry Christmas, mache ich das Ganze nochmal öffentlich. Das heißt, ja, bin ich eiskalt jetzt, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. 150 Euro für einen Bauteil, was 0,0 passt, was keine Zulassung hat, was kein Materialgutachten hat. Die Autoteile sind die einzigen, die ein Materialgutachten mit dazu liefern. So, das heißt, das Bauteil war nie beim TÜV oder sonstiges. Und die Teile kriegt man zum Teil für deutlich weniger Geld. Zum Beispiel von Carbon Werk für 90 Euro. Ich muss am Ende Props dafür aussprechen. Spoiler, Carbon Werk sind die günstigsten, also sind die nicht die günstigsten, sondern am Ende die besten Flaps gewesen und das sind auch die, die jetzt hier montiert sind. Trotzdem an der Stelle eine gewisse Art von Kritik. Auf jeden Fall haben wir dann die von Carbon Star montiert und haben dann festgestellt, ey yo, uns wurden 2 linke Flaps geschickt. Und an der Stelle, also von Fahrzeugseite, also wenn ich von hier gucke, von hier so, dann links. Und an der Stelle, Freunde, es passiert, ich weiß das, es darf eigentlich nicht passieren, es passiert, Fehler sind menschlich, ist okay. Ne? Also dafür tilte ich jetzt niemanden, aber ich sag mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach da 0,0. Das ist meine Meinung, das passt nicht zusammen. Für das Geld, ein Bauteil, was 0,0 passt, dann noch 2 linke Flaps und also Freunde, irgendwo ist auch der Spaß zu Ende und dann ist man als Kunde einfach massivst getiltet. Ist einfach so. Also ich als Kunde war massivst getiltet und habe gesagt, ich möchte diese Teile zurückschicken. An der Stelle habe ich dann, ich werde jetzt auch Zahlen nennen, um das Ganze zu verdeutlichen, wie sehr mich das getiltet hat.
oder wie sehr es mich heute noch tiltet. Ich habe angefangen zu schreiben am 18. März, am 18.03.2024. Wir haben heute mal zum Vergleich den 29. März, 11 Tage später. Kleiner Spoiler, es gab bis heute keine Antwort. Dann habe ich, also ich habe das Ganze an diese Infomail geschickt. Danach bin ich nochmal 2-3 Tage später auf das Formular gegangen. Also es gibt ja auf jeder Website so ein Kontaktformular. Das ausgefüllt, auch am 22. März, glaube ich. 22. 23. März. Und ich habe auf diese Hauptmail nochmal am 25. März 3 Fragezeichen geschickt. Bis heute auf diese 3 Kontaktversuche keine Antwort. Dazu gibt es dort eine Telefonnummer. Das wurde an 2 verschiedenen Tagen, an dem einen Tag zu verschiedenen Uhrzeiten. Das heißt, 3-mal der Kontaktversuch per Anruf, per Telefon, keine Antwort erhalten. Das lasse ich so stehen einfach. Ist eine Frechheit aus meiner Sicht. Aber egal. Also nicht egal. Das ist eine Frechheit. Muss man so stehen lassen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dort irgendwo was irgendwie passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich das... Also, ne, wie formuliere ich denn das? Also, ich versuche immer an das Gute Menschen zu glauben. Zum Beispiel, dass man sagt, yo, der liegt gerade im Krankenhaus oder der Besitzer oder Gründer oder Support oder ich weiß es nicht, ist im Urlaub oder so. Aber selbst dann kann man auch einfach eine Mail an alle Leute schreiben, die dort irgendwie versuchen zu kontaktieren und sagen, yo, passt mal auf, wir sind hier gerade krank, wir sind im Urlaub. Also es gibt immer Mittel und Wege, sage ich. Das finde ich ein bisschen schade. An der Stelle, wenn das so sein sollte, dann tue ich diese Kritik in einer gewissen Art und Weise ein bisschen zurückziehen. Also man muss ja von diesem Worst Case Fall ausgehen. An der Stelle tue ich euch gerne mal die Bilder einblenden, die hier ja für die Passgenauigkeit dieser Flaps sprechen. Die Bilder sprechen, glaube ich, für sich. Und ich muss sagen, da bin ich echt massivst enttäuscht, weil für den Preis denkt man sich, man kauft bei einem deutschen Unternehmen, deutscher guter Support innerhalb von wenigen Tagen. Und da muss ich sagen, wir verkaufen unsere Teile deutlich günstiger und haben einen deutlich besseren Support. Zum Teil antworten wir am gleichen Tag innerhalb von 2-3 Stunden. Das ist wirklich krank und gut. Und das ist mein, ich kenne das selber als Kunde, sowas geht nicht. Und man kann sich über viele Sachen unterhalten, ne? Also über viele Sachen reden, sage ich immer. Das heißt, man kann auch mit einem Kunden mal sagen, okay, yo, hast du das probiert? Und ich bin auch gerne jemand, der sich verbessern lässt, der halt sagt, yo, versuch das mal so zu montieren. Oder yo, wir haben jetzt hier 2 linke Flaps geschickt. Also ich wäre auch bereit gewesen, die Versandkosten zu zahlen, obwohl eigentlich dort durch die 2 linken Flaps das ein Fehler von der Seite des Händlers ist. Aber der Händler hat theoretisch ein Recht darauf, das wieder auszugleichen. Also theoretisch hat ein Händler immer das Recht nachzubessern, das heißt diesen Vertrag nachzuerfüllen. Das heißt, ich wäre auch bereit gewesen, die auf meine Kosten zu verschicken. Aber bis heute keine Antwort. Ich bin jetzt mit PayPal da dran, das Geld zurückzuholen. Und es ist frech, dreist. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie man ein überteuertes Produkt verkaufen kann, was dann 0,0, also was nicht gut passt im Vergleich zu einem Produkt für 90 Euro, nicht wesentlich besser passt, also nicht wirklich besser ist. Dazu noch, genau, die 2 linken Flaps, dann dieser unfassbar, ich kann nicht mal sagen, dieser schlechte Kundensupport, weil es gibt keinen Kundensupport, der ist nicht da, der ist nicht existent, weil keine Antwort in 11 Tagen. Meine Meinung an der Stelle, ganz wichtig. Unglaublich, unfassbar. Moin, Freunde, es gibt ein Update zur Carbonstar-Sache. Ich hätte es nicht gedacht und ich bin gerade im Schnitt von diesem Video. By the way, ich schneide gerade tatsächlich auf so einem Bildschirm. Was ein belastendes Leben, mein 49 Zoll Monitor ist zum zweiten Mal zur Reparatur, Freunde. Mann. Kennt. Also ihr kennt das ja alles, ich habe nach diesem Video diesen PayPal-Fall eröffnet quasi und nach einer gewissen Zeit kann man ja PayPal einschalten. By the way, auch zu diesem PayPal-Fall gab es keine Antwort von Carbonstar. Dann hat sich Folgendes ereignet, ich habe heute diesen Fall eröffnet und meine Freundin hat heute nochmal dort angerufen und Instagram oder Facebook, ich weiß es auch nicht. Und dann kam jetzt tatsächlich eine Antwort, nachdem ich heute sowieso PayPal zur Klärung eingeschaltet habe und das Ganze geht dann eh aus deinen Händen raus. Das heißt, in dem Moment, wo du PayPal einschaltest, ja, kann der Händler machen eigentlich, was er will, weil dann ist PayPal mit involviert. Und im Normalfall, wenn du das richtig geschildert hast und alles richtig gemacht hast, bekommst du einfach dein Geld zurück. Und dann kam eine Antwort von Carbonstar,
die für sich spricht, wirklich. Ich würde einfach mal die Nachricht vorlesen. Also meine Freundin hat was geschrieben, was ich jetzt hier nicht mehr sehe. Das ist auf jeden Fall einfach so mäßig die Tatsachen, die ihr ja jetzt alle schon kennt. Kommen von denen. Erstmal wäre es ja interessant zu wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Freundlich lachender Smiley. Eine Retoure bedarf übrigens keinerlei Rückmeldung vom Verkäufer. Siehe Widerrufsrecht und AGB, das nur am Rande. Einfach einpacken und rausschicken, fertig. Bei PayPal kommt dasselbe bei raus. Paket zurücksenden ist gleich Geld zurück, wie bei allen Online-Geschäften. Das heißt, sozusagen, die geben zu, dass die einfach keinen Bock drauf haben. Okay, alles klar, super. Also man soll das einfach zurückschicken, soll sich gar nicht an die wenden, weil dort eh keine Hilfe stattfindet. So interpretiere ich das jetzt mal an meiner Stelle einfach mal rein. Dann kommt noch die Antwort. E90 Flaps sind, also E9X, also die E90er Reihe, Flaps sind leider so, wie sie sind. Es ist ein sehr, sehr altes Auto. Ein sehr, sehr altes Auto. Freunde, was ist denn bei euch ein sehr, sehr altes Auto? Da denke ich so an so ein Trabi oder so, aber sicher an den 90, aber anscheinend da ein sehr, sehr altes Auto. Da sind die Formen recht verbraucht. Das ist leider so. Wie gesagt, Adresse finden Sie im Widerrufsrecht. Dann kommt hier der Link zur Internetseite. Die habe ich ja gefunden, weil ich da ja bestellt habe. Also das wäre an der Stelle nicht möglich gewesen. Dann kommt nochmal ein Link zum Widerrufsformular. Grüße und eine schöne Restwoche. Und dann später kommen noch... es sind ja dieselben. Wir schicken Ihnen ein Retourenlabel zu. Ja. Top. Ich weiß nicht, also es kommt ein bisschen so vor, als ob man jetzt hier nicht die ganze Mail richtig gelesen hat und das erst am Ende irgendwie scheinbar gemacht hat und mitbekommen hat, ey, wir haben ja die falschen Flaps rausgeschickt. Da hätte man sich das alles sparen können. Man hätte das viel, viel besser machen können, sage ich euch so, wie es ist. Also, warum schreibt man jetzt hier, E90 Flaps sind leider so, wie sie sind? Also, ich würde das mal mit meinen Worten formulieren. Ja, das Produkt ist schlecht, aber es ist leider so, wie es nun mal ist. Top, wirklich stark. Stark, Mann, wirklich. Also, meine Meinung in einem Satz. Wenn ihr es nicht hinbekommt, diese Teile passend zu fertigen, dann würde ich es lassen. Ganz klar. Also das ist ja die Ausrede hier. Unsere Formen, die sind jetzt recht verbraucht so. Ja, dann kann ich es halt nicht mehr anbieten. Warum biete ich es dann jemanden an, wenn ich weiß, dass die Formen hinüber sind, dann schmeiße weg, schmeiße aus dem Shop raus und gut. Ja, Digga. An der Stelle muss ich sagen, warum ich mit meinem Shop diese Teile nicht mehr anbiete. Kurz zusammengefasst, ich habe hier an diesem Auto 6 verschiedene Flaps getestet, die waren alle nicht gut passend. Also keiner dabei, wo ich eine Schulnote von 2 geben würde. Und deswegen, also ich glaube, man schafft es mit diesem Bauteil nicht, das einem Kunden zuzuschicken, der nach das verbaut und er sagt, ich bin damit todesglücklich. Und das möchte ich mit meinem Shop erreichen. Und das kannst du mit diesem Bauteil nicht erreichen, deswegen wird es sowas nicht wieder geben im Shop. Punkt. Und man muss auch sagen, an der Stelle, ich habe hier viel kritisiert. Auch muss ich mich selber kritisieren, weil diese Flaps waren, bevor ich sie getestet habe, online im Shop, konnten erworben werden. Hat zum Glück keiner gekauft, die 90 Flaps. Und da muss ich einfach mich selber dafür kritisieren, dass das nicht vorher getestet wurde. Wie gesagt, danach sind hier direkt rausgegangen, aber das war natürlich definitiv ein Fehler meinerseits. Und wie gesagt, diese Teile wird es nicht mehr geben im Shop. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die Flaps und zeige euch mal diese Katastrophe, Freunde. Diese Katastrophe. An sich haben wir hier den Flap, wie gesagt, ist der von Carbon Werk. Und wie ihr seht erstmal, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier hinten drinne, das ist schwarz foliert, weil dieser Flap einfach nicht bis hier hinten richtig an diese Kante reicht. Hier hinten sitzt er ganz gut, muss man sagen. Hier auch recht gut, also den kannst du gut hier reindrücken und so. Was man sagen muss, das ist jetzt alles verschraubt von unten, weil mit Kleber kriegt man das nicht so befestigt. Dann kommen wir zum schlechtesten Punkt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier passt der nicht richtig. Also hier müsste der theoretisch weiter rein und wenn du den aber hier weiter rein drückst, kommt der hier vorne weiter raus. Das heißt, man muss hier immer einen gewissen Spagat finden und das hier ist schon... Das sieht schon scheiße aus, Freunde, sage ich euch ehrlich. Also man sieht es auf der Cam nicht so gut, aber in echt fällt es tatsächlich auf. Ich glaube, hier ist das Ganze noch ein bisschen deutlicher. Hier, wie gesagt, ganz gut passend.
Und hier sind wir hier ein bisschen besser, dafür hier deutlich schlechter. Hier sieht man natürlich auch die Folie. Ich habe das selber foliert. Hier sieht unfassbar beschissen aus, wenn man nah rangeht. Aber es ist wenigstens schwarz. Wenn man die Teile verklebt, dann kann man die beim TÜV-Termin abnehmen, kann die später nochmal easy montieren. Ich sage euch so, wie es ist, durch dieses Verschraubte jetzt, ich glaube nicht, dass die nochmal so easy wieder abnehmbar sind und wieder montierbar sind. Weil es hat schon ein bisschen geknackt beim Festschrauben, Freunde. Aber die sind auf jeden Fall jetzt sicher dran. So gut wie es geht, muss man an der Stelle sagen. Ja, kann man sagen, was man will. Ich glaube, da müssen wir einfach ein kleines Props für die Flaps von Carbonwerk aussprechen. Ich werde die auch hier in der Videobeschreibung verlinken. Also die Flaps, die haben sich hier als Flaps-Gewinner rausgestellt. Trotzdem muss man sagen, ich sag nichts mehr trotzdem. Ist egal, ihr habt es alle gehört. Bildet euch eure eigene Meinung. Dieses Video war natürlich nur meine Meinung. Keine Tatsachenbehauptungen. Ja, ne, bin mal gespannt, ob eine Abmahnung kommt oder nicht. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich Name-Dropping gemacht habe. Mache ich nicht gerne, aber es muss halt. An der Stelle, es gibt viel, was hinter den Kulissen passiert, was ich auch nicht so nach außen trage. Es gibt viel, was ich weiß, was die Öffentlichkeit nicht weiß in dieser Branche, sage ich jetzt mal. Aber das ist was, das übersteigt einiges jetzt und deswegen auch dieses Video. Es ist vielleicht nicht das schlauste Video. Wie gesagt, wenn ich abgemahnt werde, wird das Ganze teuer und lustig und spaßig. Aber ich kann einfach nicht das für mich zu behalten, nachdem wir hier wirklich sehr viel Zeit investiert habe, Geld investiert habe, um das so hinzubekommen. Also vor allem, was ich am meisten investiert habe, sind meine Nerven. Wirklich, sage ich euch so, wie es ist. Und ich möchte euch ein bisschen davor bewahren, hier falsche Teile einzukaufen. Und allgemein, die Frage ist halt, wenn ich 11 Tage, also wenn ich persönlich nach 11 Tagen vom Kundensupport keine Antwort bekomme, dann würde ich mir überlegen, ob ich in Zukunft dort noch bestellen möchte. Diesen Satz lasse ich so stehen und ich würde sagen, Freunde, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und